Abfahrt von München am Morgen. Es ist sehr früh und der Nebel liegt noch auf dem Land. Umsteigen in Treuchtlingen. Ankunft in Gunzenhausen. Ich mache mich auf die kurze Wanderung zum Altmühlsee. Unterqueren der B466. Und schon ist man am Seitenarm des Altmühlsees. Eine Wasserfontäne. Der erste Blick auf den Altmühlsee. Die Brücke über den Ausfluss der Walder Altmühl. Hier fließt die Walder Altmühl aus dem Altmühlsee. Ein Blick auf die Walder Altmühl. Am Altmühlsee entlang Richtung Seezentrum Wald. Hier gibt es sogar einen Sandstrand. Jetzt bin ich am Seezentrum Wald. Zum Gottesdienst. Neu für deine Gegenwart und dein Kommen, dass wir Mut finden, Schuld zu bereuen, auf deine Gnade zu vertrauen, aus Fehlern zu lernen und für deine Gerechtigkeit einzutreten. Die Vorbereitungen für das Seefest laufen auf Hochtouren. Ich habe noch Zeit, den See zu genießen. Und es ist auch noch Zeit für einen kurzen Spaziergang. Sehr bald geht es vom See weg in Richtung der Ortschaft Wald. Sehr schnell erreicht man die Ortschaft Wald. Die Kirche und daneben der Gutshof. Am Gutshof vorbei. Das neue Schloss mit einem Storchennest. St. Martin und Ägidius.
ehemalige Kunstmühle. Das alte Schulhaus. Das Amtshaus. Eine schöne Rose. Zurück Richtung Seefest. Viele Radfahrer und Wanderer am Altmühlsee. Das Seefest ist jetzt im vollen Gange. Fischerausrüstung. Köder in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Boote. So viele verschiedene Fische in Mittelfranken. Verschiedene Wasserbewohner. Ein Markt für Fischer und Angler. Mittagessen, natürlich Fisch. Gemischter Fischteller mit Karpfen, Zander und Lachsforelle. Ein wunderbarer Shanty-Chor. Bravo! Und noch verschiedene Dinge aus Fisch. Und dann noch tolle bayerisch-böhmische Blasmusik. Thank you.
Blick über den wunderschönen Altmühlsee. Nun geht es am See entlang zurück nach Gunzenhausen. In Gunzenhausen, die Metzgerei Arnold, in den markgräflichen Hofgarten. Dort befindet sich das Haus des Gastes. Der Blasturm. Ein schönes Fachwerkhaus. Das Rathaus. Der historische Marktplatz. Wow! Palais Hedenapp. Evangelische Stadtkirche St. Marien. Auf dem Kirchplatz stand das unter Kaiser Antonius Pius erbaute Numeruskastell Gunzenhausen, zerstört im großen Alemannensturm 233 nach Christus. Der Färberturm. Hinauf auf den Färberturm. Ein wunderschöner Blick auf Gunzenhausen. Skulptur der Mensch und das Schwein. Und das ist der Storchenturm. Wunderschön. Der Gasthof Arnold, die katholische Pfarrkirche St. Marien,
Richtung Bahnhof. Wunderschöne Farben. Der Bahnhof in Gunzenhausen. Auf Wiedersehen, Gunzenhausen. Es war ein wunderschöner Tag am Altmühlsee und in Gunzenhausen. Umsteigen in Treuchtlingen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich in München ankomme, aber ich kann während der Fahrt die wunderschöne Landschaft genießen. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und Gott zum Gruße.